In diesem Video möchte ich mal einen Blick auf die Social Networking Plattform Rally werfen, die dabei helfen soll, den Mehrwert eines Creators zu steigern und auch zu monetarisieren. Ich möchte dieses Projekt genau analysieren und dir dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, ob es eine Investition wert ist. Auf meinem Kanal gibt es alles zum Thema Krypto. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann vergiss nicht zu abonnieren. Und wenn du aus dem Kryptobereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen, denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial, dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor, dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor, mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung. Das Rally Network ermöglicht es Schöpfern, Künstlern, Prominenten, Gemeinschaften und Marken, ihre eigenen Social Tokens und NFTs zu starten. Und Rally nutzt dabei die Blockchain-Technologie, um kreative Communities eine neue Form der Unterstützung zu bieten, bei der sie nicht mehr auf Dritte angewiesen sind. Mit Rally können Kreative ihre eigene, vollständig anpassbare, markengeschützte Kryptowährung namens Creator Coins herausgeben, die ihre einzigartige digitale Marke repräsentieren, um ihren Fans Wert und Nutzen zu bieten. Schöpfer haben den Zugang zu einem einfach zu bedienenden Blockchain-Toolkit, das von Creator Coins angetrieben wird und es ihnen ermöglicht, seltene Sammlerstücke, Inhalte und Treueprogramme innerhalb einer gesunden Tokenwirtschaft zu erstellen. Rally eignet sich sowohl als Fundraising-Tool für Community-Treiber-Projekte zur Kapitalbeschaffung, als auch für diejenigen, die ihre bestehende Community tokenisieren und monetarisieren möchten, um eben Anreize für Moderatoren, Redakteure und Publisher zu schaffen. Für die Erstellung eines Coins sind keine Kryptokenntnisse erforderlich und jeder kann Creator-Coins innerhalb weniger Minuten mit einer Kreditkarte kaufen. Mit Rallys Möglichkeit, Coins in Apps im Internet zu integrieren, hofft Rally, endlose Nutzermöglichkeiten innerhalb des Creator-Ökosystems zu schaffen. Der Einstieg bei Rally ist für jeden extrem einfach. Wie bei den meisten Webseiten ist nur eine E-Mail-Adresse erforderlich, um eben loszulegen. Du kannst dich auch mit deinem bestehenden Twitch-Konto anmelden, um den Prozess noch weiter zu vereinfachen. Rally funktioniert von daher genauso, wie du es erwartest. Du kannst Creator-Coins kaufen, um eben deine Lieblingsinfluencer zu unterstützen. Nehmen wir einfach mal an, du möchtest diese gute Dame hier, diese Felicia Day und ihren Geeks-Token unterstützen. Mit Rally kannst du dann Geeks über dein Coinbase-Konto oder eben deine Kreditkarte kaufen und Nutzer können dann auf der Plattform untereinander Creation-Coins senden und auch empfangen und sie in den grundlegenden Rally-Token umwandeln. Kommen wir mal zum Community Activity Reward, das ist nämlich ein Anreiz, der Creator-Gemeinschaften belohnen soll, die sich aktiv am Rally-Network beteiligen. Gemeinschaften erhalten Belohnungen für Aktivitäten, die ihren Creator-Coin betreffen und wenn eine Gemeinschaft Reward verdient, wird sie mit Rally belohnt. Für jede Gemeinschaft, die Belohnung verdient, erhält jeder Teilnehmer einer Gemeinschaft einen Anteil an Rally, der seinem Anteil am Coin der Gemeinschaft entspricht. Das ist ein System, von dem sowohl der Ersteller als auch die Fans direkt profitieren. Wenn eine Gemeinschaft mehr Creator-Coins besitzt als zuvor, erhält sie einen Teil der Community Activity Rewards. Indem sie die Creator-Coins einer Community besitzen, können die Fans dazu beitragen, Belohnungen zu verdienen, die dem Creator und der gesamten Community zugutekommen. Wer seinen eigenen Creator-Coin im Netzwerk gründen möchte, kann natürlich auch Coins aus Rally erzeugen, braucht dafür aber das nötige Kapital von Rally, um seine Creator-Coins zu prägen. Jeder Creator-Coin hat seinen eigenen Nutzen und Vorteile für seine Inhaber. Dazu gehören zum Beispiel exklusiv hergestellte Artikel, private Discord-Server, personalisierte Videos, Autogramme und auch wöchentliche Verlosungen. Die Schöpfer dieser Token investieren außerdem einen Teil ihrer Einnahmen in Rally, indem sie Rally-Token kaufen, um die Plattform zu unterstützen. Etwas komplizierter wird es, wenn du Rally-Token von der Rally-Plattform aus verschicken willst. Die experimentelle Funktion Rally Bridge ermöglicht es Nutzern, Rally-Token zwischen dem Ethereum-Mainnet und der Rally-Sidechain zu verbinden, wo Rally verwendet werden kann, um mit Creator-Coins zu interagieren und an der Rally-Creator-Wirtschaft teilzunehmen. Obwohl die Entwickler die Rally Bridge noch ausgiebig testen, gibt es für viele Nutzer eine große Einschränkung, auch wenn sie wahrscheinlich fertiggestellt und aus der experimentellen Phase heraus ist. Du kannst zwar die Bridge-In-Funktion nutzen,
aber je nach Wohnort kann es sein, dass du Bridge Out nicht nutzen kannst und dementsprechend nicht in der Lage bist, Rally aus der Rally Sidechain zu entfernen. Einwohner bestimmter US-Bundesstaaten und Nicht-US-Staaten sind derzeit eingeschränkt, darunter New York, Hawaii, Louisiana, Südkorea, Japan, Singapur, China, Indien, Brasilien, Russland und auch die Türkei. Außerdem dürfen Einwohner von Ländern, die mit US-Sanktionen belegt sind, die Funktion der Rally Bridge nicht nutzen. Darüber hinaus unterliegt die Teilnahme an der Rally Sidechain Compliance-Anforderungen, die von dir verlangen, dass du deine Identität preisgibst und die KYC-Vorschriften erfüllst, bevor du bestimmte Funktionen wie Bridge Out nutzen kannst. Und das führt leider dazu, dass viele Schöpfer auf der ganzen Welt nicht am möglichen Wachstum des Tokens innerhalb des Rally-Ökosystems teilhaben können. Kommen wir doch nun mal zum Token. Der Rally-Token ist ja die Grundlage für die Entwicklung dieser kreativen Plattform im Rally-Network. Mit einem maximalen Vorrat von 15 Milliarden Rally-Token, die bei der Entstehung geprägt wurden, sollen diese Token im Laufe von 8 Jahren ausgegeben werden. Von den 15 Milliarden werden 30% an die Rally-Team-Mitglieder und auch die Seed-Investoren verteilt, 0,17% an die Advisor und auch 1% an die Sidechains-Operations. Von den verbleibenden Token sind 50% für automatische Belohnungen für diejenigen vorgesehen, die zum Rally-Network beitragen. 20,4% verteilen sich auf die Community Treasury, Liquidity Mining, Future Collaborations und Development und Technical Partnerships und Creator Partnerships. Die Rally-Gemeinschaft hat auch beschlossen, bis zum 31. Dezember 2020 durch den Verkauf von bis zu 500 Millionen Rally Geld in die Gemeinschaftskasse einzuzahlen. Von den insgesamt für die Gemeinschaftskasse verkauften Rally unterliegen über 94% einer 12- bis 24-monatigen Sperrfrist. Darüber hinaus wurden weitere 22 Millionen USDC mit einer Reichweite von mehr als 40.000 neuen Nutzern in Übersee durch eine Coinlist-Verteilung gesammelt. Kommen wir doch nun mal zu den Gründern. Das Team von Rally Corp besteht aus den Mitgliedern des Kernteams, den Rally Community Ambassadors und den Mitgliedern des Rally Supporting Teams. Mitbegründer Kevin Cho ist der CEO von Rally und fungiert derzeit als Vorsitzender von Forte, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Spieler und Entwickler neu zu gestalten, sowie auch als Vorsitzender von Genji, einem neuen E-Sport-Unternehmen, das Asien und Nordamerika verbindet. Und was ich hier ziemlich cool finde, ist, dass er mal ausgezeichnet wurde, nämlich einer von Top 100 Smartest People in Tech and Business. Und ihm zur Seite stehen fast 2 Dutzend Teammitglieder und auch Berater. Im Rahmen der Finanzierungsrunden des Projektes erhielten sie finanzielle Unterstützung von vielen namhaften Unternehmen. Kommen wir nun zur Marktanalyse. Rally führte den Rally-Token im Oktober 2020 mit einem Anfangspreis von 50 Cent ein. Der Token wurde nur auf der Plattform eingeführt. Außerhalb gab es kaum Liquidität, sodass das tägliche Handelsvolumen auf $5.000 sank und der Tokenpreis bis auf 5 Cent fiel. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als das Team von Rally im Januar beschloss, zusätzliches Fundraising zu betreiben. Danach begann der Preis von Rally zum ersten Mal zu steigen und erreichte im April 2021 einen Höchststand von $1.40, bevor er wieder auf den Eröffnungspreis von 50 Cent fiel und jetzt so ein bisschen bei 60 Cent rummacht. Das geschah kurz bevor das Team Ende April eine weitere Finanzierungsrunde startete. Es ist jedoch unklar, ob das Projekt seine eigenen Vaults nutzte, um die Mehrheit der Anteile an Rally vor der Schließung zu erwerben, oder ob das verkaufte Kapital aus anderen Bereichen der Allokation stammte. Klar ist jedoch, dass die Gründer keinen Mangel an Eigenkapital haben, das sie jederzeit verkaufen können, wenn sie es für richtig halten. Und das spiegelt sich auch im aktuellen Umlauf von 300 Millionen Rally bei einem Gesamtangebot von 15 Milliarden wider. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Creators auf der Plattform, aber das ist nicht genug, wenn man bedenkt, wie lange das Projekt schon läuft und dass die Flitterwochenphase schon seit einiger Zeit vorbei ist. In der Community veröffentlicht Rally regelmäßig wöchentliche Updates in seinem Blog und unterhält auch ein nicht sehr aktives Forum. Und mit fast 30.000 Twitter-Followern ist Rally auf dem Radar der Community relativ unauffällig geblieben. Kommen wir doch nun mal zu ein paar Bedenken, die ich habe. Diejenigen unter euch, die schon lange genug dabei sind, um das Steam Network zu nutzen, wissen bereits, dass eine tokenisierte Creation-Plattform keine neue Idee ist. Die gleichen Probleme gibt es bei jeder dezentralen sozialen Netzwerkplattform. Bei einer nicht dezentralisierten Plattform wie Rally werden diese Probleme noch verstärkt.
Ohne qualitativ hochwertige Schöpfer und ein großes Publikum zur Monetarisierung ist sie nicht nachhaltig. Wenn man bedenkt, dass YouTube erst in diesem Jahr endlich in der Lage war, hochwertige Assets von Twitch zu bekommen, zeigt das, dass niemand das alte System noch verlässt. Das Scheitern von Ninja, das nur auf Mixer streamt, ist es nicht wert, das Risiko einzugehen, das die Content Creator eingehen müssen, um diese Art von geschlossenem Systemprotokoll aufzubauen. Um die Talente noch dünner zu strecken, gibt es bereits ein halbes Dutzend solcher Netzwerke, die um die Vorherrschaft kämpfen. Der Mitbegründer Kevin hat nicht nur wie die meisten Gründer doppelt am wirtschaftlichen Erfolg der Plattform verdient, indem er nicht nur Eigenkapital erhielt, sondern auch eine Rendite auf dieses Eigenkapital durch Vault-Erlöse erwirtschaftete. Er hat es sogar geschafft, dreifach davon zu profitieren, indem er seinen eigenen Creator-Coin Chow entwickelt hat. Inzwischen ist er der Coin mit der viertgrößten Marktkapitalisierung auf der Plattform. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Kevin seine eigene Plattform zu seinem persönlichen finanziellen Vorteil auf Kosten anderer nutzt. Kommen wir also nun zum Fazit. Obwohl die Notwendigkeit besserer, von den Nutzern geschaffener Systeme zur Monetarisierung des Wertes einer Gemeinschaft nicht zu leugnen ist, fällt es mir schwer zu erkennen, wie Rally das effektiv und auf eine Art und Weise tun kann, die fair und mit den Werten vereinbar ist, die für die Bereitstellung einer solchen Plattform erforderlich sind. Abgesehen von ein paar Prominenten auf der Plattform bringt Rally nichts Innovatives oder Neues für das Nutzererlebnis. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal von Rally hörte, erwartete ich eher etwas wie Patreon, aber ich fand etwas, das bei den Nutzern einen noch weniger nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Ich hoffe zwar das Beste für Rally, aber ich werde mich nicht daran beteiligen oder den Kauf von Creator Coins unterstützen. Hoffentlich wird es in Zukunft eine Plattform geben, die die Bedürfnisse ihrer Community besser versteht als das, was Rally derzeit ist.